Wo ich das gelesen habe, dachte ich sofort an meine eigene Kindheit. Einseitige Ernährung ist gefährlich. Kinder in Indien bezahlten diese mit ihrem Tod. Und schuld daran ist die Frucht Litchi. Guten Morgen. US-Forscher haben bei der Untersuchung einer rätselhaften Epidemie im indischen Bundesstaat Bihar, die vor allem Kinder betraf, herausgefunden, dass es jetzt geklingelt hat. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt Besuch, aber ich versuche trotzdem noch das Video zu Ende zu machen. Ist für mich übrigens immer nicht leicht, wenn jemand hier zugegen ist, trotzdem das Video mit der Kamera zu Ende zu machen und nicht dann immer die Person anzuschauen, die dann sozusagen zugegen ist. Also, aber das Thema heute ist ernst genug, um dass ich mich auch darauf fokussieren kann. Und es ging eben darum, dass die Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es diese Epidemie und dieses Sterben der Kinder, dass das von dem übermäßigen Konsum von Litchis herrührte. Und wie kann das sein? Bihar hat seit einigen Jahren Litchis angebaut, um damit Geld zu verdienen. Die Kinder aus der Region waren natürlich erfreut darüber und haben sehr viel von den neu angebauten Litchis gegessen. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, die wir in unserer Kindheit Kirschbäume oder Erdbeerfelder geplündert haben. Litchis enthalten wie andere Vertreter der Seifenbaumgewächse die nicht proteinogene Aminosäure Hypoglycin und entsprechend sein Abbauprodukt 2-Methyl-4-Chlorphenoxy-Essigsäure. Und diese hemmen die Beta-Oxidation von Fettsäuren und auch die Gluconeogenese. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, nur ganz kurz, die Gluconeogenese sorgt dafür, dass die essentielle Glucose auch dann bereitgestellt wird, wenn jemand zu wenig Kohlenhydrate aufnimmt, und dann bedient sich der Körper aus Fetten oder aus Aminosäuren. Das wird verhindert durch die Litchi. Die Forscher haben nun die Kinderleichen untersucht und fanden bei allen toten Kindern einen niedrigen Blutzuckerspiegel, und so kamen sie dann Stück für Stück der Wahrheit näher, denn die Kinder haben sich tagsüber so mit Litchis den Bauch vollgestopft und damit eben auch mit dem Toxin, dass sie abends keinen Hunger mehr hatten und das Abendessen ausgelassen hatten. Was Nahrung bedeutet hätte, die der Körper für die Regulierung dieser großen Mengen an Hypoglycin und dessen Abbauprodukt benötigt hätten. Hier sieht man wieder, wie wichtig es ist, sich vollwertig zu ernähren und nicht einseitig zu ernähren. Deswegen, ich sage euch immer wieder, vegan ist nicht die Lösung für seine Gesundheit. Vollwertigkeit. Und wenn ihr das vegan nicht erreichen könnt, weil ihr nicht supplementieren wollt und einige Lebensmittel nicht mögt oder so weiter, und ihr eure Gesundheit in den Vordergrund rückt, so, und es nur mit einer vegetarischen oder einer omnivoren Ernährung geht, dann tut dies. Vollwertigkeit ist entscheidend, nicht vegan. Ganz, ganz wichtig bezüglich eurer Gesundheit. Ne? Ethisch motivierte Veganer, die auch bereit sind, da einige Sachen in Kauf zu nehmen, wird gar nicht angesprochen. Hier geht es wirklich nur um den Faktor der Gesundheit, Vollwertigkeit. Es ist ganz problemlos mit veganer Ernährung zu erreichen, wenn man gewisse Dinge einfach akzeptiert, zum Beispiel, dass man B12 supplementieren muss. Aber vegan an sich heißt nicht gesund. Ganz wichtig. Ich habe das schon in, ich will nicht sagen in hunderten Videos, aber bestimmt schon in 30, 40 Videos thematisiert. Und ja, ich hoffe, dass es diesmal auch wieder einige aufnehmen können, die darüber dann nachdenken und versuchen, diesen Dogmatismus, der oft mit dem Veganismus in Verbindung gebracht wird, diesen etwas aufzulösen. Das ist mir wichtig. Und jeder hat so seine Lieblingsprodukte und was er gerne isst. Aber es ist immer wieder auch zu durchmischen in der Ernährung und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo welcher Nährstoff enthalten ist. Sowas sollte in der Schule gelehrt werden und nicht wer im 30-jährigen Krieg wem aufs Maul gehauen hat. Aber pflanzliche Produkte haben, und das wiederhole ich gerne, genug Vollwertigkeit in sich. Nur falls einer auf die Idee kommt und sagt, man muss jetzt Fleisch nutzen oder man muss Tabak nutzen oder Milch oder was auch immer, ne? Das muss man natürlich nicht. Auch das sei nochmal gesagt, damit jetzt nicht wieder die andere Fraktion kommt und sagt, hey, du bist ja gar kein richtiger Veganer mehr. Bin ich auch nicht, ich bin kein Veganer, ne? Ich bin Roganer und ich halte von diesen ganzen Klassifizierungen und Definitionen überhaupt nichts. Wer da nachlesen möchte, könnte das gerne auf meiner Homepage tun. Aber ja, kommen wir zum Thema zurück. Also, wenn man immer wieder, auch wenn man eine Frucht mag oder ein Gemüse, immer wieder dasselbe isst und das übermäßig konsumiert, egal ob das eine Frucht, ob das ein Stück Fleisch oder sonst was ist, dann kann eben Krankheit und Tod, gerade bei Kindern, die da besonders
anfällig dafür sind, auch eben auch dann irgendwann die Folge sein, je nachdem. Es gab auch eine Untersuchung der sogenannten Akivpflanze und dessen Frucht. Diese gehört ebenfalls zu den Seifenbaumgewächsen und enthält ebenfalls Hypoglycin. Die Forscher vermuten, dass diese als Jamaican Vomiting Sickness, ich hoffe ich spreche das richtig aus, diese bekannte Krankheit ebenfalls dieselben Gründe hat, wie das auch jetzt mit den Litchis passiert ist. Die Studie zu der Untersuchung und damit auch noch ein tiefergehendes und fachlich fundierteres Vokabular, das findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich kenne das selber noch als Kind, wie sehr man sich auf etwas Leckeres stürzt und dann nichts anderes mehr isst. Sowas ist aber, ja, sowas ist aber nicht natürlich, sondern entsteht, weil wir im großen Stil riesige Flächen voller Monokulturen anbauen. Wenn die Litchi-Bäume zusammen mit, keine Ahnung, Melonenfeld angebaut worden wären, dann kann man sicher sein, dass zum einen die Erträge der Litchis vielleicht nicht so hoch sind, aber dass die Kinder dann nach den Litchis auch mal ein Stück Melone gegessen hätten, ne? Und aufgrund des hohen Zuckeranteils in der Melone wahrscheinlich noch leben würden. Aber wenn du in einem riesigen Areal von nur einer Frucht bist, dann isst du natürlich auch nur diese eine Frucht, gerade wenn sie so lecker ist. Und das zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, ja, Kinder auch nicht einfach machen zu lassen, ne? Also insbesondere Ernährung. Also ich bin überhaupt kein Freund, und ich habe das auch schon thematisiert, von so einer anti-autoritären Erziehung. Das funktioniert nicht in unserer Gesellschaft und auch nicht in unserer Industriekultur, sondern wir müssen unseren Kindern auch Führung geben und wir müssen auch unsere Erfahrungen weitergeben, nach bestem Wissen und Gewissen. Auch da teilt sich natürlich die Masse wieder. Die einen sagen, es muss so sein, die anderen muss so sein, dann schlagen sich wieder die Köpfe ein. Sollen sie machen. Aber mir ist es nur wichtig, dass man halt wirklich versucht, den Kindern eine gewisse Führung zu geben. Also mein Appell an euch, passt natürlich auch bei den Litchis, aber auch generell auf, nicht irgendetwas im Übermaß zu konsumieren und zusammen, ja, mit über den Tag verteilten anderen Obst und Gemüse zu verzehren. Und ja, teilt dieses Video bitte mit allen jungen Eltern, um diese einfach aufzuklären und ja, die Gesundheit unserer Kinder wirklich zu schützen. Das ist mein Appell heute an euch. Alles Liebe, euer Christian.